Ich bezweifle, dass hier bei uns in der Nähe irgendwelche sind, oder? Warte, ich komm da mal hoch. Müssen wir mal kurz auf, müssen uns mal umgucken. Dann hole ich mir aber noch mal ein Schwert lieber. Ja. Oder ich mach mir eher gesagt eins. Sticks habe ich noch. Da sind jetzt die Metalle. Okay. Er kommt gleich wieder, wie ihr gelesen habt. Dann brauche ich noch eine Axt. Und das lasse ich dann auch erstmal so. Ein für ein Schwert. Dann eine Axt. Oh. Neue Axt. Und jetzt müsste ich noch kurz nachgucken, wie so ein Tree Trap geht. So. Ah, okay. Das ist einfach, das kriege ich hin. Zumindest müsste ich das dann kriegen. Ich bin ja nicht so dämlich. Doch, natürlich. Machen wir lieber zwei draus. Man weiß schon nie. Ich hab's weggeschmissen, permanent. Bisschen was zu mampfen mitnehmen. Und jetzt doch noch nicht rausgehen, nicht zu früh. Ach, der Flow ist noch auf dem Server. Was kann man dagegen machen? Wir haben doch hier noch Zaun. Nicht schon Zaun. Dann sehen wir uns das mal an. Ist okay, ist annehmbar. Nur das Bett sollte nochmal umgestellt werden. So stürzt kann. Yay! Neun Gold, 16 Eisen, 51, 54. Neu sortieren. Diamant. Brauchen. Ach ja, hier ist Silber. Nee, man sollte nichts von den anderen Sachen brennen. Vielleicht noch ein bisschen Kohle. Kann ja nicht schaden. Ein Ofen noch frei. Yay. Warte mal, 11 Uhr an? Not bad. Er bräuchte mal am besten einen Generator oder sowas, wie aus dem Iron Furnace und dann. Ja, Iron Furnace und wenn ich mich recht erinnere, brauchten wir noch. RE-Batterie, die braucht ein Kupferkabel, Scheißdreck. Kupferkabel. Ja, das mag keiner gerne. Nein, nein, nein. Dann mal um die Ecke. So, am besten einen kleinen Sumpf oder sowas finden.
wo dieser Baum auch existiert. Also ich schätze mal mit hundertprozentiger Sicherheit, im Eisland wird er nicht sein. Wenn schon hier so in dem... Wow. Sieht interessant aus. Ein Ei. Ja. So. Sieht so aus, als würden wir hier zum See kommen oder so ähnlich. Großer See. Wirklich gross, ich sehe. Dann ist das noch ein Vulkan? Jupp. Zwei Vulkane. Natürlich echt schön. Wirklich, wirklich schön. Alles ist hier schön. Ich bin gerade high. Mal bist du weiter umgucke. So, wieder da. Ah, endlich der Floor wieder da. Ich bin schon auf der Suche nach den lieben Bäumchen. Okay. Ja. Es ist ganz schön schwer, die Leute alleine zu unterhalten. Ja. Ich kann's nicht. Alleine? No. Zumindest eben noch nicht. Ja. Dann... Ich bin jetzt mal Richtung Süden gelaufen. Okay. Nix gefunden. Kannst hier mal Richtung Norden laufen. Mal gucken, ob da irgendwas ist. Ja. Bei Richtung, Süden habe ich bis jetzt nur Wasser gefunden, hauptsächlich. Und einen zweiten Vulkan. Okay. Wie ist... Ja? Bei mir sieht es nicht gerade besser aus. Ich bin so auf dem Weg... Ach du Scheiße. Was? Riesen permanente Schlucht. Lange. Ja, sehr lange. Ja. Die ist ungefähr... 125 Meter von uns entfernt. Okay. Also schon ein Stückchen. Ich hab Bambus gefunden. Da sag ich mal nix zu. Naja. Bambus? Ja. Oh, cool. Du meinst Zuckerrohr. Aber ist das ja. Ja, ja, ist ja scheißegal. Ich habe auch welches gefunden. Soll ich mitnehmen? Ich habe meins nicht mitgenommen. Das sind mittlerweile schon 12 Stück. Das hier sieht so nach 6 aus. Ja, 6. Ich muss schnell zurück. Ich sehe einen Baum. Ich sehe einen Baum. Da hinten. Ah, es wird aber schon dunkel. Kann ich den Baum abholzen und darauf hoffen, dass da Setzlinge rauskommen? Ja. Oder soll ich ihn lieber erstmal lassen? Markieren die doch erstmal und dann gehen wir da gleich nochmal gemeinsam hin. Kannst vergessen, das sind Spinnies. Werd gerade umgelegt. Bin tot. Kommst du mit? Wo bist du? Ich muss jetzt auch erst gerade mal zurück. Ich habe gerade noch ein bisschen Lehm abgebaut, was ich gefunden habe. Ah!
Aber allgemein sind die Viecher hier ein bisschen buggy, ne? Ja. Ich bin gleich nochmal tot. Alter, komm bloß nicht zurück. Creeper, Creeper, Creeper. Selbst die Schweine rennen hier so rasend schnell. Ach nee, ich hab keinen Bock, meine Sachen da zu verlieren. Ich hab eine recht schöne Ausrüstung zusammengebaut. Ja, Leute, wir warten die Nacht ab, bis Flo kommt und dann bis gleich. Ciao.